Im heutigen Video soll es mal nicht um Bücher gehen, sondern um Trisomie 21, wie ich von der Diagnose erfahren habe und wie ich damit umgegangen bin. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wird es wohl das privateste Video, das ich jemals auf YouTube hochgeladen habe. Also bitte seid lieb zu mir. Und ja, mir war das jetzt einfach mal ein Anliegen, mal über dieses Thema zu sprechen. Ihr habt ja bestimmt schon im Titel gelesen, worum es heute gehen soll. Es soll um Trisomie 21, um die Diagnose und so weiter und so fort gehen. Und ja, wo fange ich an? Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, die lief auf Vox und die ging fast 4 Stunden lang oder 3 Stunden lang. Die ging echt ziemlich lang und war super gut recherchiert. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass ich vieles noch nicht verarbeitet habe und dass mir viele Themen sehr wichtig sind und mich immer noch schockieren. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und ja, unsere kleine zweite Tochter, die im Februar 2020 auf die Welt kam, hat Trisomie 21. Und ich habe davon auch nicht erst zur Geburt erfahren, sondern schon in der 22. Schwangerschaftswoche, ich glaube 22. Woche war das ungefähr, lief so ab. Ich bin ganz normal zur Vorsorge gegangen, zum Gynäkologen, und der hat mir dann eben eine Pränataluntersuchung verschrieben oder mir dann eine Überweisung ausgestellt. Man kann jetzt im Nachhinein kann ich nicht sagen, ob es daran lag, dass er vielleicht schon etwas vermutet hat über den Ultraschall oder ob das einfach Routine war. Die Sprechstundenhilfe meinte, das ist ganz normale Routine, kriegt eigentlich jede Frau so und also mit bei dem Gynäkologen. Und ja, es ist im Nachhinein ja auch egal, warum ich diese Überweisung bekommen habe. Im Idealfall ist es so ein Termin, da geht man hin und im Idealfall zahlt man einen kleinen oder größeren Betrag, kriegt schöne Babyfotos mit nach Hause und gut ist. Also man kriegt, ja, Trisomie 21 an sich lässt sich eigentlich theoretisch schon in den ersten 12 Wochen feststellen durch diverse Nackenfaltenmessungen, Fruchtwasseruntersuchungen, Blutuntersuchungen. Kostet alles Geld, ist alles ein großer Aufwand, preislich, und die Risiken einer Fehlgeburt sind auch nicht ohne. Ich werde in diesem Video nicht so sehr aufs Medizinische eingehen, weil ich nicht genau weiß, also ich tue mir immer unglaublich schwer, medizinische Daten wiederzugeben, ohne Fehler zu machen. Ich glaube, das ist so dieses Referatphänomen. So, ich habe irgendwelche Informationen auswendig gelernt und trage sie euch weiter, und das ist einfach ein Quatsch. Ich rede hier einfach so wie im Wohnzimmer, ohne großartige medizinische Details. Auf jeden Fall kann man das alles schon feststellen lassen und dann kann man sich eben für oder gegen das Kind entscheiden, oder man weiß halt einfach Bescheid. Und das war aber für mich nie ein Thema. Wir haben immer gesagt, also es ändert sich nichts. Also wenn jetzt so ein Test zeigen würde, dass Trisomie 21 da wäre, es ändert sich, es hat keine Konsequenz, und das Geld und den Aufwand und diese Risiken, die kann man sich dann halt auch sparen. Genau. Ja, das war dann so. Ich bin dann eben mit meinem Liebsten zu dieser Pränataluntersuchung gegangen, habe mich auch wahnsinnig gefreut. Ich habe mich überhaupt auf jeden Besuch beim Gynäkologen gefreut, weil ja, jede Mama weiß das, wie schön das ist, einfach sein Baby schon so sehen zu können. Und Ultraschall ist einfach was Wunderschönes. Ich habe dann bei dieser Untersuchung schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also er hat schon sehr genau nachgeschaut und ja, ich fand das schon alles so ein bisschen komisch. Und dann ist ihm eine Auffälligkeit am Herzen aufgefallen. Man muss dazu sagen, dass Trisomie 21, also es gibt ganz oft so kleinere Herzfehler, also auch Menschen, die ganzen, also wo die Chromosomen so sind wie bei den meisten, können auch einen Herzfehler haben, aber Down-Menschen haben ganz oft, ja, eben einen Herzfehler. Und so wurde das eben bei uns auch festgestellt. Und das war natürlich jetzt dann erstmal ein Schock. Er hat uns das dann so gesagt, irgendwie, ja, man sollte das eben genauer untersuchen lassen.
und er legte uns gleich eine Fruchtwasseruntersuchung nahe. Und ich war in dem Fall, also ich war in dem Moment wie in einem falschen Film, wie in so einer Blase. Also auf mich sind ganz viele Informationen niedergeprasselt. Ich habe mir nur gedacht, what? Ein Herzfehler? Oh mein Gott, was machst du jetzt? Was ist mit deinem Kind? Ich habe natürlich sofort das Gefühl gehabt, ich muss unbedingt mein ungeborenes Baby irgendwie beschützen. Das war ganz grausam, das zu erfahren. Und ja, dann hat er uns eben diese Untersuchung nahegelegt und hat eben auch gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit halt schon sehr hoch ist, dass daraus, also dass das eben Trisomie 21 sein könnte. Und was mich sehr geschockt hat, war dann so dieses, wir sollen uns die Entscheidung gut überlegen. Also er war schon objektiv, aber irgendwie habe ich es nicht als objektiv empfunden. Man muss aber auch sagen, ohne Gewehr, weil eine Mama ist ja auch sehr hormongesteuert. Aber ich habe das nicht als, also ja, die Kleine hat in meinem Bauch gestrampelt. Ich habe die gespürt, wie die strampelt, die hat sich bewegt. Und er fängt an, also wir sollen uns das gut überlegen, wenn es Trisomie 21 ist. Es ist eine Entscheidung fürs Leben, es wird uns beeinträchtigen und es wäre auch ein Spätabbruch möglich. Ja, das ist erstmal ein Schock. Wir haben uns dann entschieden, die Fruchtwasseruntersuchung eben zu machen in dem Moment und haben auch, also es gibt so einen längeren, also es gibt so zwei verschiedene Gentests. Der eine, der dauert ein bisschen länger, ich glaube 3 Wochen, und der andere ist innerhalb von 3 Tagen dann da. Und wir wollten das aber sofort wissen und haben uns für diesen schnellen Fischtest, eben Fischtest heißt der, entschieden. Und der kostet auch einen Betrag, ich glaube 70 Euro haben wir bezahlt. Und wir wollten das aber auch einfach sofort wissen. Und das war erstmal ganz traumatisch, also erstmal mit diesem Gefühl umzugehen, wie geht man damit um? Und ich glaube, dass mich das Thema Herzfehler mehr belastet hat als Trisomie 21. Ja, ganz kurz, Trisomie 21 wird deswegen so genannt, weil die Chromosomen, die sind eben alle doppelt. Und das 21. Chromosom, das ist dreifach. Und da ergeben sich eben besondere Merkmale in der Entwicklung von Menschen. Ich werde euch mal den Wikipedia-Eintrag einfach mal verlinken. Und ich werde euch auch noch einen Link mit reinstellen von Pro Familia, wo man sich ja nochmal informieren kann über die Möglichkeiten und vor allem auch, wo man sich beraten lassen kann und wo man Ansprechpartner hat, wo man sich einfach hinwenden kann, wenn man eben in so einer Situation ist, dass man einfach nochmal Aufklärung erfährt. Also alle Informationen in der Infobox. Genau. So, das war jetzt alles, ja, erstmal für mich kein Thema. Ich habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, was tun wir, wenn... Es gibt ja auch verschiedene Trisomien, ne? Es gibt ja nicht nur die 21, es gibt ja auch noch andere Zahlen. Manchmal ist das Kind dann vielleicht sogar nicht lebensfähig oder nur kurz lebensfähig. Wie schlimm ist der Herzfehler? Was tun wir? Es sind so viele Gefühle auf uns eingeprasselt. Das war so grausam, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe mir auch nur gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt hier um mein Kind kämpfen. Was mache ich, wenn jetzt der Mann eine ganz andere Entscheidung treffen möchte wie ich? Ist im Nachhinein Quatsch, weil wir haben uns ein Baby gewünscht, weil wir uns da schon einig sind. Und aber in dem Moment, da denkst du nicht mehr logisch irgendwie, ne? Ja, dann bin ich auf die Frankfurter Buchmesse gefahren, 2019, weiß ich noch ganz genau. Und ich glaube, am zweiten Messetag hat uns dann der Anruf erreicht, weil wir haben gesagt, ich soll trotzdem fahren. Ich meine, ich habe alles gebucht gehabt, hat ja alles Geld gekostet. Diagnose hin oder her ändert ja nichts, ne? Vielleicht kann man sich so noch ein bisschen ablenken. Und dann kam eben dieser Anruf und ja, wurde mir dann telefonisch bestätigt, Trisomie 21. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, was mache ich jetzt? Ne? Also ich habe viel geweint erstmal. Aber nicht so sehr wegen der Diagnose. Ich habe mir einfach so unfassbar Sorgen gemacht. Ich war einfach nur massiv besorgt. Also für mich stand dieses Thema Spätabbruch oder sowas nie im Raum, ne? Also nicht falsch verstehen, das stand für mich nie in Frage, ne? Aber die Emotionen sind einfach übergekocht und klar, wenn man schwanger ist, dann ist man eh so ein bisschen näher an der Tränendrüse und ja, da schäumen die Gefühle von oben nach unten über und dann, ja.
So war das. Und dann haben wir das besprochen und wir haben uns dann untersuchen lassen. Also der Chirurg, der sich dann um diesen Herzfehler eben gekümmert hat, der hat dann ein paar Tage später, wir hatten dann noch so ein Beratungsgespräch zwecks des Gentests und da wird dann gefragt, was gab es in unserer Familie schon für Auffälligkeiten und so weiter und so fort. Und wir wurden dann auch aufgeklärt, ja, wie denn so die Risiken sind. Also, dass je älter die Frau ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ne, der Trisomie eben. Und ja, und uns wurde auch so ein bisschen erklärt, was ist denn das Down-Syndrom überhaupt? Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe immer nur gedacht, ja, das sind die Menschen, die so ein bisschen kleiner sind, die ein bisschen ja, zurückgeblieben sind, aber unglaublich herzlich und putzig sind und die man einfach nur knuddeln will. Und mehr habe ich eigentlich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht und ja, man denkt sich da ja auch nichts. Na klar, man weiß, wenn man schwanger wird, die Wahrscheinlichkeit besteht, aber im Endeffekt passiert es ja trotzdem immer nur den anderen. So, es ist blöd, aber ne, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht groß. Aber bei manchen Menschen fallen halt einfach die Würfel und bei uns sind sie halt gefallen. Ja, so war das. Und dann hatten wir immer so diesen Zwiespalt zwischen der Trisomie, eben, dass man sich da erstmal informiert, was jetzt überhaupt alles zu tun und zu machen ist, und dem Herzfehler. Der Herzfehler, der musste auch operiert werden, 5 Monate nach der Geburt. Also ja, da kann ich auch mal ein extra Video machen dazu, wenn euch das interessiert, weil das einfach zwei Paar Schuhe sind, ne? Sie hatte zwei Löcher im Herzen in der Herzscheidewand und sie hatte ja, eine Auffälligkeit am AVSD, also an der Arterie. Und das ist halt alles korrigiert worden und jetzt muss sie halt noch, es muss halt jetzt noch kontrolliert werden. Genau. Was aber jetzt rein an der Trisomie 21 ist, ab dem Zeitpunkt hat sich sehr vieles geändert. Also es hat sich ab der Diagnose eigentlich schon mal der Ort geändert, wo ich entbinden möchte, weil die Spezialisten, die sich um Herz und Trisomie kümmern in dem Fall, die sind in einer anderen Stadt. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir eine sehr gute Klinik 2 Stunden Fahrtweg entfernt hier haben, weil wir hatten schon Angst, dass wir irgendwo ja, ans andere Ende von Deutschland müssen und das wäre halt schon weit gewesen. Weil ab dem Zeitpunkt muss man nämlich sich sehr engmaschig untersuchen lassen und zwar am besten von den Menschen, die dann auch entbinden. Weil ja, erstens wegen dem Herzfehler und zweitens ist die Plazenta chromosomengleich und die kann vielleicht das Kind nicht mehr versorgen. Man muss auf ganz viele Werte achten, ob alles noch im Normbereich ist vom Wachstum des Kindes. Und ja, die wenigsten Kinder werden dann auch bis zum Schluss dann wirklich ausgetragen. Und auch der Fruchtwassergehalt wird überprüft, ne? Also wir mussten wirklich sehr, sehr oft fahren und es ist ein sehr zeitlicher Aufwand, ne? Also zum einen muss ich der Mann immer frei nehmen, das ist ja das eine, den will man ja am liebsten immer dabei haben und ich möchte dann hochschwanger auch nicht immer selber mit dem Auto 2 Stunden fahren, zumal man so emotional aufgeladen ist, ja, dann immer heulend heimfahren, so auf die Art, ist natürlich auch doof, man weiß ja nie, wieso die Stimmungslage ist. Das ist das Erste. Und zweitens ist es halt auch finanziell, ne? Also auf jeden Fall ist das ein finanzieller Aspekt, den man nicht außer Acht lassen kann. Viel Fahrzeit, viel Sprit. Ist einfach so. Und wir hatten halt, wir haben auch noch eine große Tochter, die zu dem Zeitpunkt ja auch erst 2 war, ne? Also schwierig. Wir haben es aber geschafft. Wir haben als Familie zusammengehalten und haben das dann geschafft. Ja, dann kam der Tag der Geburt und mir wurde gesagt, dass vermutlich, also der Chirurg hat sich das Herz schon im Bauch angeschaut und konnte uns da beruhigen und uns informieren. Das fand ich richtig klasse. Wir wussten schon Bescheid. Wir haben uns auch durch Dr. Google viel informiert über Trisomie eben auch und wie es eben so weitergeht. Viele Dokumentationen geschaut und so weiter und so fort. Dann kam der Tag und ich war wahnsinnig aufgeregt und die Kleine musste auch eingeleitet werden, weil das Fruchtwasser dann einfach so grenzwertig war, ne? Also es war so die letzten Wochen. Man hat aber das noch so rausziehen können ohne Risiko, dass es eben keine Frühgeburt wird, ne? Also sie kam gute 2 Wochen früher und ist eingeleitet worden. Also da wurde mir erst das ist so ein schleichendes Einleiten auf 5 Tage angelegt. Man bekommt zuerst so ein
so eine Blase eingesetzt. Ist ziemlich eklig, tut ziemlich weh, hat nichts gebracht. Und dann habe ich so ein Gel bekommen. Und da ging es dann los und 2 Stunden später ist die Kleine auf natürlichem Wege zum Glück auf die Welt gekommen. Ich hätte sie theoretisch auch bei mir in der Heimat entbinden können, gebären können. Wollte das aber nicht, habe mich dagegen entschieden, weil dort eben die Spezialisten sind. Falls sie trotzdem irgendwie blau anläuft oder so, ist der Weg nicht so weit. Die Kinderklinik ist direkt nebenan und ich bin halt nicht weg. Sie durfte dann auch die erste Nacht eben bei mir sein. Es war eine sehr schöne Geburt, sehr schnell, sehr schmerzhaft. Sie durfte die erste Nacht bei mir bleiben und ist erst am nächsten Tag in die Kinderklinik dann gekommen. Und ich habe mich dann auch sehr schnell selbst entlassen und bin dann hinterher. War ja nicht weit weg zum Glück. Und ja, es war eine sehr schwere Zeit, aber wir haben das auch gemeistert. Die ersten 5 Monate waren so ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich haben wir die ganze Zeit nur auf die OP gewartet. Dann kam noch Corona dazwischen und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ich hätte uns am liebsten in den Kokon gepackt, dass ja nichts dazwischen kommt, Corona-technisch, dass wir uns ja nicht anstecken, weil erstens würde ich jetzt nicht unterschreiben, ob Corona für ein Baby mit Herzfehler ungefährlich ist. Und zweitens, ich wollte unbedingt, dass diese OP stattfindet. Das ist, war sehr wichtig halt auch. Ja, und jetzt haben wir dann auch alles überstanden. Sie ist operiert und von der Entwicklung her, ich kann sagen, von der Entwicklung her macht sie sich sehr gut. Wenn man jetzt so vergleicht mit normalen Kindern, ist sie schon ein bisschen zurück. Aber von der Entwicklung her, im Vergleich mit anderen Down-Kindern, da ist sie wieder der Überflieger. Also sie ist... Ja, am Ende ist es ja so, am Anfang sind sie halt alle nur ein Baby, es ist auch klar. Sie hat viel geschlafen, sie ist ein unfassbar friedliches Baby gewesen und ist sie jetzt eigentlich immer noch, wobei jetzt kommt der Dickkopf langsam durch. Sie ist jetzt 7 Monate alt und genau, also unglaublich brav, ganz viel geschlafen. Also da war die große Tochter schon brav als Baby, so verhältnismäßig, ne, was man so für Geschichten hört. Die Kleine, die ist so umgänglich gewesen, also die hat man nie gehört. Wobei man auch sagen muss, dass sie die ersten Wochen nicht so viel Kraft zum Schreien gehabt hat. Und das war nämlich auch die Anstrengung. Ich wollte sie unbedingt stillen, weil ich eben gehört habe, dass Down-Kinder ganz oft so Probleme mit dem Schlucken haben können, auch logopädisch und so weiter und so fort. Und ich wollte sie unbedingt stillen. Das Stillen hat auch super geklappt. Nachts war sie aber oft zu schwach, um von der Brust zu trinken und da musste ich dann so ein paar Tricks anwenden, dass das geklappt hat. Und es war sehr nervenaufreibend für mich, aber ich habe das durchgezogen und wollte das auch unbedingt. Und das sind so Sachen. Und ansonsten, wenn man jetzt Angst vor Trisomie hat, es ist so, die Spannbreite, die ist unendlich, was passieren kann. Ne? Also sie ist... Erstens ist jedes Down-Kind anders, so wie wir Menschen auch nicht gleich sind. Jeder ist anders und keiner gleich dem anderen. Und jetzt von den gesundheitlichen Problemen, in Anführungszeichen, hatten wir jetzt Glück. Also es gibt Down-Kinder, die werden mit Sonde ernährt. Es gibt Down-Kinder, die sind ein bisschen langsamer. Es gibt mit Nieren, mit Lymphsystem, Augen, Ohren. Das sind alles so Aspekte, die man halt berücksichtigen muss. Und ja... Jetzt ist es halt auch so, seit Corona es ist nicht mehr so aktuell ist und ich alle Arzttermine oder alle Termine wahrnehmen kann, ist es schon sehr stressig, muss ich wirklich sagen. Also wir haben Babymassage, das ist einfach was Schönes, was man machen will. Wir haben die ganz normalen Kinderuntersuchungen, wo man dieses U-Heft hat, wo man schon im Krankenhaus U1 und 2, glaube ich, macht und dann regelmäßig, ne, plus Impfungen, das ist dann ganz normal. Dann haben wir die Kontrolle zwecks Herz, das ist ziemlich engmaschig gewesen. Dann haben wir einmal die Woche Frühförderung. Bei der Frühförderung macht sie so eine Art Krankengymnastik. Da wird eben geschaut, wie weit ist sie entwickelt, muss man Beuter anwenden oder welche Übungen bekommt sie, wo kann man sie unterstützen, ne? Also dass sie wirklich gut gefördert wird. Und
Dann Hörtest ist sehr wichtig, Augentest ist sehr wichtig, Schilddrüse. Das sind alles so Sachen, die müssen sehr engmaschig auch überprüft werden, weil es auch früher ganz oft hieß, du kannst ja zum Beispiel nicht gut malen, weil du behindert bist. Und dann war es aber am Ende so, konnte vielleicht nicht gut malen, weil nichts gesehen. Oder ja, komm, das Down-Kind da, das spricht nicht viel, ist halt ein Down-Kind. Und am Ende kommt halt raus, das Down-Kind, das möchte sehr wohl sehr viel sprechen, aber es hört halt nichts. Ne? Das sind halt so Problematiken, die man halt berücksichtigen muss. Und es ist sehr viel Stress, es ist sehr viel Rennerei oft. Das sind so die negativen Aspekte. Ich möchte auch ehrlich sein, es ist vielleicht auch ein finanzieller Aspekt. Muss aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es deutschlandweit ist. In Bayern ist es aber so und in Oberfranken ist es so, dass es so ein Netzwerk gibt. Da gibt es den bunten Kreis. Die haben mich schon ab der Geburt im Krankenhaus super unterstützt. Also mit denen hätte ich sprechen können. Psychologisch auf jeden Fall. Und das ist auch so wie so eine Art sozialer Dienst. Also die stellen eine Krankenschwester, die eine gewisse Stundenanzahl zu mir nach Hause kommt und guckt eben, wie es der Kleinen geht und wie sie sich macht. Und die helfen auch viel beim Papierkram und bei allem Organisatorischen. Also wenn es jetzt um so, weiß ich nicht, Elterngeld und sowas gegangen wäre, hätten sie mir geholfen. Das konnte ich dann schon, weil ich ja schon ein Kind habe. Ne? Da wusste ich dann schon einigermaßen, wie das geht. Bei diesem ganzen bürokratischen Zeug, den Behindertenausweis haben sie mit uns beantragt. Die Kleine, die hat ein Haar, die ist 60% behindert und hat ein Haar für hilflos oder HL für hilflos. Steht da drauf, ich kann damit kostenlos Bus fahren und diverse Zugverbindungen auch fahren. Ist ganz praktisch, weil man ja auch viel Rennerei eben zu Ärzten und diversen Terminen hat. Genau, und ansonsten kann ich nur sagen, der Aufwand lohnt sich. Der Aufwand lohnt sich. Ich liebe sie über alles. Ich will sie für nichts auf der Welt ändern oder hergeben. Und ja, es fällt mir auch immer noch schwer, darüber zu sprechen, was halt damals gewesen ist und was uns vielleicht auch, dass eben die Möglichkeit bestanden hätte, dass sie eben nicht auf der Welt wäre. Und das schockt mich halt so. Und deswegen haben wir halt beschlossen, dass wir dieses Video oder dass ich eben dieses Video halt drehe, weil ich einfach meine Bandbreite nutzen möchte. Wenn ich nur eine Mama mit Angst, die Angst so ein bisschen nehmen kann und sagen kann, hey, ich trage das Baby aus und bekomme es und schaffe das. Ihr könnt das meistern, ihr könnt mehr als ihr denkt. Dann, ja, dann war es halt gut. So einfach ist das. Deswegen wollte ich gerne dieses Video drehen. Genau. Wenn ihr da irgendwelche Fragen dazu habt, ihr dürft mir alle Fragen stellen. Dann würde ich da vielleicht sogar nochmal ein Q&A-Video machen. Ich weiß auch nicht, was so interessant ist. Ich habe auch noch nie so ein Video gedreht. Mir ist auch auf jeden Fall bewusst, dass wir mit Leni, mit der Kleinen, sehr viel Glück hatten, haben, weil sie sich eben so gut entwickelt. Mir ist bewusst, dass es auch Down-Kinder gibt, die mit Sonde ernährt werden müssen und dass man eben so von den gesundheitlichen Problemen nicht weiß, was geht. Also was kommt, das ist mir völlig bewusst. Man weiß nicht, ja, ob das mit Stillen klappt. Das ist nämlich auch nicht so selbstverständlich, wie es mit Essen klappen wird. Dass sie länger, vermutlich länger Windeln benötigen wird. Und von Inklusion brauchen wir noch gar nicht sprechen. Das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen und hoffe einfach das Allerbeste. Ja, wir versuchen einfach, sie so gut zu fördern und fordern, wie es eben nötig ist, ihr alles mit auf den Weg zu geben, dass sie dann irgendwann trotzdem mal selbstbestimmend und selbstständig leben kann. Wir leben zum Glück in einer Zeit, wo auch die Technik immer weiter fortschreitet, in dem Fall sehr gut. Ne? Vielleicht kann sie dann wirklich mal sehr, sehr gut selbstständig leben. Das wäre richtig toll. Und ansonsten, es tut ihr auch gut, dass sie ein Geschwisterkind ist. Und ja, also mir ist das sehr bewusst, dass ich sehr viel Glück eben auch mit meiner Familie habe und mit meinen Freunden habe und so weiter und so fort. Aber ich denke trotzdem, ja, dass sich der Aufwand halt auch einfach lohnt und ja, es halt wirklich so ist. Wenn man viel fördert, dann kann man da wirklich viel erreichen. Aber es ist Arbeit, ich bin ehrlich. Es ist Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Ich bin gerne Mama. Und welches Kind ist schon perfekt?
Ja. Ja. Natürlich ist mir dieses Glück total bewusst und ich freue mich aber auch sehr auf die weitere Entwicklung mit ihr, weil man muss, im Allgemeinen kann man sagen, bei den Down-Kindern oder überhaupt bei den Menschen mit Down-Syndrom kann man auf jeden Fall sagen, dass es wirklich ganz besondere Menschen sind. Sie sind in der Regel wirklich so, wie wir Menschen vielleicht sein sollten. Die machen keine Unterschiede zwischen Hautfarbe, Klasse, Rasse, Status, sonst irgendwas, sondern für sie ist jeder gleich und aber auch jeder gleich toll. Super herzlich, super lieb und super liebesbedürftig und unfassbar ehrlich und knuffig und ja. Ich habe auch, oder wir haben auch bei unseren Recherchen oft davon gelesen, dass es zum Beispiel eben leider zu diesen Abbrüchen halt kommt oder dass man sich eben gegen ein Leben mit Down-Kind entscheidet. Aber, oder dass auch viele, wir haben auch viel über Unsicherheiten gelesen und dass viele überhaupt nicht wissen, was sie mit dieser Diagnose halt anfangen sollen. Aber wir haben noch nie gelesen tatsächlich, dass irgendjemand das Leben mit einem Down-Menschen bereut hat. Wir haben das noch nie gelesen. Also es kommt ja oftmals so Shitstorm unter irgendwelchen Dokumentationen, Beiträgen etc. pp. Sollte da irgendwas Böses kommen, dann wird es übrigens auch unkommentiert einfach gelöscht. Ich möchte nichts Negatives im bösen Sinne unter meinem Kanal haben oder unter dem Video haben. Also ich werde da, ich denke aber mal, das wird nicht kommen, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall, ja, aber ich habe noch nie gehört oder gelesen, dass auch irgendjemand das Leben mit einem Downie irgendwie in irgendeiner Hinsicht bereut hat. Im Gegenteil, alle sprechen nur positiv von den Menschen. Das sind halt wirklich besondere Menschen und ja, Menschen, die man einfach lieb haben sollte und die zu unserer Welt dazugehören sollten und uns eben auch zeigen, wie die Welt halt wirklich sein sollte eigentlich. Ja, ich hoffe, ja, ich konnte euch so ein bisschen Ängste nehmen, so ein bisschen aufklären und so ein bisschen erzählen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann folgt noch ein Thema zu dem Herzfehler, wenn ihr euch da noch ein bisschen was interessiert. Oder aber Fragen allein zu unserem Leben mit Trisomie. Die Kleine selber werde ich nie in die Kamera halten, das mache ich nicht, das habe ich bei der Großen nicht gemacht, das mache ich jetzt nicht. Das ist ein Bücherkanal immer noch und kein privater Vlogging-Kanal, deswegen seht es mir nach. Aber ja, ihr dürft mir auch gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr da irgendwelche Fragen, Ideen, sonst was habt. Und ansonsten, ja, hoffe ich, euch konnte das Video ein bisschen helfen und es hat euch ein bisschen interessiert. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!